zu einer weiteren Folge Real Farming NS19 meets Reality auf der Version 1.5 der Grünfelder Land. So. Jürgen hat Probleme mit den Paletten. Das heißt, ich fahre jetzt mal wieder im Wald. Und ich komme nicht weg von irgendwas mit Paletten machen. Habe auch schon den Hagenlift hier hinten mit dabei. Für die Gemeinde. Um da dann wieder Holzkohle drauf zu laden. Und ich weiß gar nicht, ob ich Holzscheitel schon produziert habe. Das glaube ich nicht. Ich habe mir die Produktion ja schon vor einiger Zeit gekauft. Aber ich glaube, ich habe da noch nichts produziert, weil ich auch kein Holz mehr habe, also kein Wald. Das ist ja so das nächste große, was ich anschaffen will. Anschaffen in Anführungszeichen. Oder was wir kaufen müssen. Ein Stück Wald. Sonst muss ich wieder pachten und pachten ist immer... Naja. Kostet auch immer Geld. Da werde ich halt mal... Was waren das? Ich glaube 300.000 in die Hand nehmen müssen. Um mir da so ein kleines Waldstück zu kaufen. Mal 2,5 sind 15.000 Euro, kriegt man noch durch die Eier. 5 Herrn Blaubeer. Die Paletten vom Jürgen sind die Kartons und die Leerpaletten schon bezahlt. Aber Holzkohle ist dann natürlich wieder auch so ein Posten, der uns Geld einbringt. So, hier ist voll, ey. Unglaublich. Das ist wirklich voll. Ne, 2, 4, 6, 7. Kann mal gucken. Holzkohle. Ist volle Produktion, ey. Geht auch nichts mehr raus. Ah, da ist er. Servus. Moin. Und wie schaut's aus? Ah, gut. Sag mal, hast du noch so einen Drehschimmelkipper, wo ich noch ein paar Paletten drauf packen kann? Nee. Der ist im Zwiebelernte-Einsatz. Ah, schade. Ja. Bist du jetzt voll? Nee, noch nicht. Ja, dann fahr ich gerade nochmal hoch und guck. Jo. Ich weiß gar nicht, wo mein John Deere rumsteht. Okay. Ja, sieht doch ganz gut aus eigentlich. Oh, ich muss danach nochmal kommen. Passen nicht alle drauf. Hier vorne kriegen wir nochmal zwei drauf. Moment, kann man einen Auftrag geben. Aus dem Lager hast du ja auch nichts raus, gell? Ich glaube 4 Paletten oder so standen da. Okay. Wie viel hast du? 40 hast du bestellt, gell? Ja. Habt ihr eigentlich auch schon Nägel? Sind am Produzieren. Okay, weil das bräuchte ich, weil sonst gibt es bald keine Leerpaletten mehr. Die sind am Produzieren.
So, da kannst du die Spanngurte mal neu festmachen. Jo, Moment. Ja, am besten hinten auch mal Spanngurte fest, dann schmeißt man nichts runter. Weißt du, was man da braucht? Hm. Fingerspitzengefühl. Taste glaube ich nicht so. Nee, das Problem ist, ich habe schon viel mit Paletten gearbeitet, aber ich glaube, die hier sind verflucht. Ich glaube, in denen steckt so ein kleiner Monk oder so. Der sagt dann immer nein, so nicht. Keine Ahnung. Mach mal den hintersten Spanngurt nochmal neu fest. Jo. Festmachen. Nö, noch nicht. Ja. Perfekt. Ja, die anderen müssen wir hinten aus dem Lager holen. Ja, ich fahr gerade eben hin. Ja, warte, ich habe noch eine hier. Wo soll ich denn da hinfahren am besten? Da hinten, wo du vorhin heute Morgen gestanden bist. Ich immer zumachen am besten. Spanngurte festmachen am besten. Hast du da welche drauf? Was? Ist da schon eine? Ja. Also hier stehen da 4 Stück drauf. Nee. Ja. Da blockiert irgendwas. Ja auch. So. Sorry Leute, aber muss man gerade nachgucken. Hä? Was ist denn da? Ist irgendein Kasten drauf, der Kollision hat. Okay. Bordwand, glaube ich. Ja. Ja, dann muss man den irgendwie da drüber kippen. Aber der ist ja. Was ist denn das Ding? Das kann ja nicht sein. Das geht ja nicht. Ja, stell einfach auf die anderen drauf. Ich glaube, dein Anhänger ist ein bisschen. Muss eh mehrmals kommen. Geht er hier auch nicht? Hä? Na jetzt. Gut. Wie viel hast du denn drauf? Sechzehn Stück habe ich drauf. Okay.
Dann gucken wir mal, ob wir hier gleich zwei auf einmal kriegen. Das wäre ja perfekt. Wenn die schon so schön da stehen. Ja, in Zeitlupe fällt der Dinger da runter. Aber man hat die Spanngurte wieder fest. Ich will die nicht runterschmeißen. Mal bitte fest. Interessant. Manchmal sind sie wirklich verflucht. Da ist halt Konzentration angesagt, ne? Also die Kartons sind ja auch schon abgeholt. Dann haben wir gleich 20 Stück drauf. Volker? Ja. Ja, stapel erstmal auf. Hab zwei Sachen nämlich. Moin. 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 Na, was geht? Oh, alles ist beinhart. Nee, alles fit. Bei dir? Ja. So. Na Mann, was ist los? Zwei Sachen. Einmal die Steuern. Du mal mit deinem Geld, ey. Das wären 9000. Ja, zu den anderen kommen wir gleich. Nein, ich meine, du musst doch so in die Halle schreien, warum gehst du nicht einfach zu ihm? Nein, ich stehe doch hier. Ach, einfach. Warum bringst du hier ungebetenen Besuch mit? Das kriegen wir ganz schnell hin, soll ich ihn auf den Tieflader laden, den AMG? Nimm den gerne. Wie viel wolltest du, Neumann? 9000.
bitteschön. Und die zweite Sache. Du. Du hast da was nicht angemeldet. Was denn? Deine Genossenschaft. Die wurde bisher nicht angemeldet. Ist ja auch noch nicht eingetragen. Ja, aber ja. Wie ich weiß, existiert die ja schon. Ja, was heißt denn existieren? Wir arbeiten ein bisschen zusammen. Naja. Ja, gibt ja keinen geldwerten Vorteil, den wir dadurch haben im Moment. Das sind halt Freunde, die ein bisschen zusammenarbeiten. Jetzt komm schon. Was soll denn das? Das ist halt auch meine Pflicht, so. Jetzt toll. Und das sind halt jetzt auch schon 2 Wochen. Ja, weißt du, was das Problem ist? Das hatte ich beim Lukas Müller beantragt. Ja. Und jetzt ist der abgehauen. Der hat die ganzen Papiere mitgenommen. Na, vielleicht sind sie auch noch bei ihm im Haus, ich weiß es nicht. Könnt ja mal nachgucken. Mal den Krüger fragen, ob ich nachgucken kann. Ja, ich bitte dich aber trotzdem, erstmal 500 Euro Strafe zu bezahlen. Wenn es sich anders herausstellt, kriegst du das Geld wieder. War ich gerade nicht dabei. Muss ich später erst abholen. Ja, machen wir so. Aber wenn das nicht kommt, dann passieren hier mehr. Passiert hier. Ja, bis heute Abend hast du das Geld. Ja, hoffe ich. Hoffe ich doch. Bis dann. Dann tschüss. Tschüss. Warte mal, Volker, guck mal. Hm. Hey, pass auf. Herr Jäger? Ja? Ihr Stern ist jetzt wieder sauber. Mhm. Tschüss. Ja, übrigens zum Thema angemessene Ladesicherung unterhalten wir uns aber nochmal, ne? Kein Problem, ist mir Jürgen sagen. Paletten krumm und schief auf Ladefläche zu packen. Was denn? Also wenn die Haltegurte immerhin, also die Spanngurte richtig fest gewesen wären, wäre das bei der besten Kurve umgekippt. Nee. Aber immerhin haben sie sie ja richtig angezogen, also. Ja, ja. Ich hab mal dran gewackelt, also ist nichts umgefallen. Ja, jetzt mach den Knopf, drückst du einmal den Knopf da und dann drückst du das rechte Gaspedal und dann ziehst du ab, bitte. Tschüssi. Ja, auf dass wir uns mal bald wiedersehen, Herr Weisix, ne? Man sieht sich. Ciao, ciao. Jürgen, hinten geht nicht. Jetzt piepen. Ah ja, da war was. Schieb mal hier ein bisschen unten dran. In die mittlere. So, liebe Leute, da sind wir gerade nochmal durchgekommen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, die Genossenschaft ist natürlich noch nicht angemeldet. Aber, naja, kriegen wir schon irgendwie hin. Ich werde die Papiere irgendwie fälschen oder so. War da nicht weiß, mach die nicht heiß. Ja, ich schreibe die nachher schnell und dann fälsche ich die. Dann lege ich sie beim Müller ins Büro und dann passt das schon. So, liebe Leute, aber ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.